Ich hätte die ganze Zeit gedacht und gehofft, dass es gar nicht regnet. Das ist ein natürliches Antidepressivum. Ich muss diese Zecke entfernen. Es war wieder Fresspause. Das war total energielos. Kam auf einmal so eine ganze Horde Wildschweine vorbei. Ohne den würde ich die ganze Zeit hungern. Ich glaube, das war bisher die kälteste Nacht. Ich hatte mich für Seven Falls Wild Staffel 2 beworben, aber leider wurde ich nicht genommen. Und darauf, dass ich nicht genommen wurde und ich Bock habe, werde ich jetzt einen Seven Falls Wild 7 Tage lang Selbstversuch starten. Aber mit dem Unterschied, komplett ohne Gegenstände, weil ich finde das lustig. Und ich habe folgende Bekleidung mit. Und zwar diese Mütze, wo ein Netz dran ist, meine Straßenschuhe, ein paar Sneakersocken, eine bequeme Boxershorts, eine kurze robuste Hose, weil ich seit über 11 Jahren das ganze Jahr über auf lange Hosen verzichte, einen Gürtel, einen Tanktop, ein paar Klempnerhandschuhe. So, jetzt kommen wir zum letzten Bekleidungsstück und zwar zum Thema wärmender Pullover oder Jacke. Und bei dem Bekleidungsstück muss ich sagen, dass ich da die Regel leider durchbrechen muss. Weil ich habe tatsächlich im Kleiderschrank weder einen extrem warm hochwertigen Outdoor-Pullover, den ich dafür nutzen kann, noch habe ich eine Jacke, die ich dafür verwenden möchte. Und deswegen habe ich mich für was ganz anderes entschieden. Und zwar, ich habe mich dafür entschieden, diese drei Billigpullovers mitzunehmen. Das hier, das ist ein 3-Euro-Modell und da kommt ganz viel Wind durch. Das hier, das ist glaube ich ein 10-Euro-Modell und das ist auch nicht wirklich warm. Und das hier, das ist keine Ahnung wie teuer, aber da kommt auch ganz viel kalte Luft durch. Eigentlich wollte ich Tag 1 von dem Selbstversuch schon bereits gestern durchführen und ich bin gestern hergefahren und ich weiß nicht, ich glaube, ich bin 17 Uhr angekommen und seitdem habe ich nach dem richtigen Spot gesucht und nach 22 Uhr habe ich den immer noch nicht gefunden, weil überall diese tödlichen Bäume hier da waren. Das war alles voll gewesen und das war hier sonst alles komplett brachgelegen. Also an den Stellen, wo ich geschaut hatte gestern. Genau, und deswegen habe ich ohne Ausrüstung, ohne alles, sondern nur mit diesen drei Pullovers und alles, was ich da hatte, hatte ich mich in einer kleinen Schutzhütte hingelegt zum Pennen. Und es war richtig kalt gewesen. Ich habe mit den drei Pullovers gefroren. Gut, ich hätte mir zwar zwischenzeitlich was holen können, aber ich mache diesen Selbstversuch ziemlich spontan. Und ich bin einfach nicht drauf gekommen, mir einen ordentlichen Pulli oder Jacke zu holen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass ich diesen Selbstversuch mit diesen drei Billigpullovers durchführen tue. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass diese drei Pullovers noch nicht mal die Wirkung haben von einem richtig hochwertigen, wärmenden, guten Pullover. Oder Jacke oder so etwas. Das hier, das ist ein Parksack. Und das hier, das sind zwei Kabelbinder. Und ich werde jetzt so ein paar Sachen hier reinstecken und diese mit den Kabelbinder plombieren bzw. verschließen, sodass ich über den gesamten Selbstversuch da überhaupt gar nicht rankomme. Aber bevor ich das mache, werde ich euch meine Kamera-Equipment zeigen bzw. das, was ich auf jeden Fall brauche. Meine Hauptkamera, die Sony ZV-1 inklusive diesen fettigen Stativ. Meine Action-Cam für den Fall, falls es regnet und für den Fall, falls ich Unterwasseraufnahmen mache. Inklusive Dreibein-Stativ und Selfie-Stick. Und diesen Kasten mit Technik drin. Dieser Kasten, den will ich auf gar keinen Fall als Gegenstand benutzen, sondern den habe ich nur dabei, damit ich diese ganze Technik vor Regen schützen kann. Damit die richtig sicher gelagert wird. Und ich werde denen ja zeigen, was da drin ist. Eine Powerbank. Noch eine Powerbank. Noch eine Powerbank. Eine Kopflampe. Eine Ersatzlampe. Das ist zwar dieselbe Lampe wie meine Kopflampe, aber das ist mein Bierpowerlicht, weil ich habe das hier dran geschraubt. Und genau den, wenn ich jetzt Bierpower mache, dann habe ich den immer so hingestellt, damit ich mich da beleuchten kann, wie man es jetzt hier in diesem Ausschnitt sieht. Dafür benutze ich das immer. Meine Kameralampe, diese Taschenlampe hier. Das Ding, das ist mir gestern von der Kamera, nicht von der Kamera, sondern von meinem Stativ irgendwie abgefallen und irgendwie habe ich den nicht ranbekommen. Das ist gar nichts, das braucht man nicht. Mini-USB-Kabel, ein Ersatz-Mini-USB-Kabel. Hier ist ein Kamera-Akku für meine Action-Cam drin und inklusive Ersatzspeicher. Und hier genau dasselbe auch. Und ich habe noch etwas vergessen. Und zwar habe ich hier noch mein Solarpanel dabei.
mein 28 Watt Solarpanel, damit ich meine ganzen Powerbanks aufladen kann. Und im Solarpanel gibt es hier noch einen USB-C-Anschluss, damit ich meine Filmleuchte, meine Taschenlampe und meine Actioncam laden kann. Genau, also das kann man auch abmachen und an der Powerbank dran. Aber das habe ich jetzt gerade hier dran, weil ich jetzt gleich meine Powerbank, die ich gestern ein bisschen benutzt habe, hier sieht man das, hier sind noch 64% drauf, den werde ich jetzt aufladen, weil jetzt gerade ist Sonne vorhanden. Und jetzt werde ich erstmal die ganzen restlichen Sachen plombieren, beziehungsweise euch nochmal zeigen, was ich noch sonstiges dabei habe, was ich gleich verschließen werde. Mein Portemonnaie inklusive Haustürschlüssel. Meine Maske, weil ich musste ja 6,5 Stunden Bahn fahren. Eine Flasche Wasser. Das ist der Hinwegswasser gewesen. Noch eine Flasche Wasser. Mein Verbandskasten, also das ist der gesamte Inhalt vom normalen Verbandskasten. Nur Voltaren Schmerztabletten habe ich da extra reingepackt. Aber das ist sonst der gesamte Inhalt vom Verbandskasten. Und mein Handy. Heute ist Mittwoch, der 24. August. Aufnahmedatum. Aber ich werde dieses Video genau an den Tag hochladen, wenn Fritz seine erste Folge hochlädt. Extra, damit dieses Video hier so vielen Leuten wie möglich vorgeschlagen wird. Und genau deswegen mache ich das. Und ich werde jetzt dieses Handy... Moment. Wir haben jetzt 17:47 Uhr. Und das heißt, meine Herausforderung ist zu Ende, wenn wir Donnerstag in einer Woche 17:47 Uhr haben. Genau, und das werde ich jetzt ausschalten und das auch dann hier reinpacken. Genau, hier sind diese ganzen Sachen. Ich werde den hier jetzt schließen. Hier ist gar nichts drin. So, jetzt ist das im Packsack drin. Jetzt mache ich den Packsack zu. So, der Packsack ist geschlossen. Und jetzt guck mal. Ich werde jetzt mit dem Kabelbinder hier reingehen und hier. Ach, ich habe falsch rum gemacht. Genau. Jetzt kann man den hier öffnen und der ist verblombt. Aber ich werde sicherheitshalber zwei reinmachen, damit, wenn Tag 7 durch ist, dass ich eine größere Schwierigkeit habe, das Ganze zu lösen. Genau, so. Jetzt ist das fest. Ich komme an meine Sachen nicht ran. Und jetzt Herausforderung Start kommt. So, ich werde euch die Location zeigen, wo ich die nächsten Tage verbringen werde. Und zwar, guck mal. Hier sind überall tödliche Bäume. Die können jederzeit umstürzen. Aber hier unten, hier ist grün. Das ist gut. Und das hier, das ist ein lebendiger Baum. Und das ist auch ein lebendiger Baum. Und hier vorne wachsen Heidelbeeren. Das hier, das ist ein tödlicher Baum. Aber wisst ihr, was ich bei diesem tödlichen Baum so geil finde? Und zwar diese Rinde hier. Da kann man ganz viel davon abmachen. Und den kann ich dann als Dach benutzen, wenn ich gleich meinen Schlafplatz aufbaue. Damit ich so ein dichten Dach habe. So dicht wie mein Kopf manchmal. Das hier vorne, das ist ein Fluss. Das Wasser ist echt gut. Das Wasser ist viel besser als so ein Leitungswasser. Das ist richtig frisch, weil das die ganze Zeit hier durch diese Steine da rum schwimmt. Das heißt, ich werde hier nicht verdursten. Ich habe die Aufgabe, dann diesen ganzen Fluss hier leer zu saufen. Der hier ist viel zu morsch, den mag ich nicht, den werde ich nicht als Dach benutzen. Ich werde was anderes nehmen, einen anderen Baum. Der sieht auf jeden Fall stabiler aus. Ich werde den hier durchbrechen
Der hier ist noch zu stabil, den bekomme ich nicht so durchgetrennt. Deswegen bin ich gerade auf der Suche nach Steine. Genau hier. Muss noch mehr gehämmert werden. Ne, ich glaube, ich suche einen anderen Ast. Ich habe gerade keinen Bock zu hämmern. Das hier, das ist ein schweres Teil. Ich muss gleich diese ganzen scheiß Äste abmachen, damit ich diesen Ast hier rüber bekomme. Damit ich hier so einen Stamm habe. Ich verstehe nicht, warum ich nicht gleich auf die Idee gekommen bin, den hier zu nehmen. Und bin stattdessen nach ganz da oben hochgelaufen, um dort mit so einem komischen Stein da rumzuhämmern. Und vor allem da ganz oben, etwas weiter ganz hinten, da habe ich, glaube ich, Wildschweingeräusche von ganz Weitem gehört, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber prüfen, ob die später hier runterkommen und mich fressen, diese Wildschweine. Ich bin sehr gespannt drauf. So, das erste ist geschafft, dieser Dachdings, also dieser Stamm, dieser Balken, dieser Holzbalken, der mein Dach halten soll, ist fertig. Ja, scheiße, der ist kaputt gegangen. Das ist mein Dach. Also, ich habe die ganze Rinde hier hingeschmissen, aber ich werde erst mal was trinken. Geiles Wasser. Erstmal hier hinten pinkeln, damit Wildschweine, Hirsche und andere Tiere wissen, dass der Natururin da ist. Dass die mich hier nicht stören und belästigen sollen. Deswegen pieke ich hier hin. Genau deswegen, genau aus diesem Grund mache ich das. Und aus keinem anderen. Das ist Reviermarkierung. Guck mal, die Sonne geht langsam runter. Das heißt, bald kommt Dunkle. Und ich habe mir unter meinen verransten Gehirnzellen überlegt, den Dach erst morgen fertigzustellen und heute unterm freien Himmel zu pennen. Weil bevor ich gestern losgefahren bin, um den richtigen Spot zu finden, ich habe den Spot ja erst heute Nachmittag gefunden, da habe ich nochmal auf die Wetter-App geschaut und da stand irgendwas drauf, dass es von heute auf morgen nicht regnen sollte. Prüfen, ob es nicht regnet. Weil wenn regnet, dann wäre ich nass und das wird mich richtig belästigen. Das wird mich richtig stören, weil ich weiß dann sonst nicht, wohin mit mir. Wo ich mich unterstellen soll. Hier ist gar nichts. Außer diese tödlichen Bäume und so weiter. Die hier, diese ganzen verfaulten, wie heißen die Dinger nochmal? Also diese Dinger hier, die sind da oben verfault, weil die sind tödlich verunglückt. Deswegen kann ich mich nirgendwo runterstellen, so richtig. Bis eben gerade vor ein paar Minuten war mir so richtig schön warm gewesen. Das war richtig geiles Wetter, aber jetzt merke ich, dass es Minute für Minute immer kälter wird. Aber so richtig schnell. Ich habe jetzt mittlerweile schon zwei Pullovers an, also zwei Billigpullovers. Ich bin gespannt drauf, ob später mein dritter Pullover ausreicht oder ob ich diese Nacht auch schon wieder frieren muss. Ich hoffe, dass diese Nacht weniger kalt wird wie letzte Nacht. Ach so, für die Leute, die meinen Kanal noch nicht durchforstet haben. In Dortmund habe ich schon mal das hier gemacht. Und in Bad Schandau habe ich das hier gemacht. Und
Und in Bremen im Kunsttunnel habe ich das hier gemacht. Das kann ich nur empfehlen. Das könnt ihr mir alle nachmachen. Das ist richtig geil. Das macht Spaß. Achso, ich habe hier zwei Steine hingelegt. Genau neben meinem Schlafplatz. Weil guck mal, falls von da oben irgendein tollwütiger Fuchs runterlaufen sollte und mich fressen möchte, dann kann ich diesen Stein ihm zeigen und dann läuft er schon weg. Weil diese Füchse, die haben Angst vor diesem Stein. Aber ich glaube, diese Füchse würden nicht herkommen, weil ich habe da vorne auf diesem Baum Urin gemacht. Und weil ich bin eine aktive Heterodrecksau. Eine richtig testosterongesteuerte Heterodrecksau. Und genau deswegen glaube ich nicht, dass hier irgendwie so ein tollwütiger Fuchs vorbeikommen sollte und mich fressen möchte. Aber ich habe das trotzdem für den Fall aller Fälle, falls er Schnupfen hat und das nicht riechen sollte, habe ich die hier hingelegt. Ach so, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Und zwar gestern, als ich auf der Suche nach dem richtigen Spot war, da kam auf einmal so eine ganze Horde Wildschweine vorbei. Die standen direkt vor mir. Aber die sind dann nach rechte Seite gelaufen, nach Richtung hoch zum Berg, also zum Hügel rauf. Und ich hatte meine Actioncam genau hier dran gehabt. Die habe ich an meiner Tasche so ganz locker befestigt. Und die hatte ich zu spät angehabt. So dass man die Wildschweine zwar nicht gesehen hat, aber hier so ein paar Geräusche habe ich mit aufgezeichnet. Und wisst ihr, was mich aufregt? Ich habe vollkommen vergessen gehabt, schnell mein Handy zu zücken und die Handykamera zu nutzen, weil die ist auch wirklich gar nicht so schlecht, und einfach so nach oben filmen, da wo die ganzen Wildschweine sind. Ich hätte die auf jeden Fall noch drauf gekriegt. Und als die weg waren, da habe ich dann gedacht und beziehungsweise gehofft, dass die nochmal runterkommen, damit also zu mir kommen, damit ich die ordentlich filmen kann für euch. Das wollte ich so gern für dieses Video hier drin haben. Das regt mich total auf. Aber wer weiß, vielleicht kommen Wildschweine hierher, solange ich doch hier bin. Da bin ich mal ganz gespannt drauf. Ich hoffe, ich kriege die dann auf Kamera. Aber so richtig. Und guck mal, ich habe hier seit gestern einen Pickel bekommen. Voll geil. Ich habe so richtig selten Pickel. Das ist ganz lange her, dass ich zuletzt einen Pickel hatte. Und deswegen finde ich diesen Pickel richtig geil. Das ist so richtig empfehlenswert. Das könnt ihr mir alle nachmachen. So, ich habe meinen dritten Billigpullover angezogen, weil es wird immer kälter und kälter. Also ich bin zwar noch nicht am Frieren, aber wenn es kälter wird, dann werde ich später vielleicht frieren. Und es wird wieder richtig unangenehm, oder wie das heißt. Und ich werde heute auf dem bloßen Boden pennen, weil ich bin ein richtiger Überallpenner. Egal ob im Wald, am Fluss, unterm Fels, auf dem Berg, in dem Lost Place, unter der Brücke, in einer Bushaltestelle oder in einer Sparkasse. Ich penne überall, weil ich bin ein richtiger Überallpenner. Und deswegen penne ich genau hier auch. Das muss noch verpennt werden. Das muss richtig benutzt werden. Dafür. Zum Pennen. Deswegen penne ich gleich hier weiter. Guck mal, hier sind überall diese komischen Raupen hier. Diese hier. Keine Ahnung, was das für eine Raupenart ist. Aber hier sind ganz viele von denen, die hier die ganze Zeit hier runterkommen. Die fallen hier die ganze Zeit auf meinen Kopf drauf irgendwie. Das sind irgendwie irgendwelche Raupen. Und die sind hier irgendwie überall. Leute, nächster Tag ist angebrochen, es ist total kalt. Ich bin die ganze Zeit total am Frieren. Und guck mal hier, die Sonne ist da hinten. Aber weil dieser Hügel die Sonne versperrt, werde ich jetzt da hochlaufen, um mich da oben zu sonnen. Weil die Sonne, die kommt erst später hier runter zu meinem Schlafplatz. Genau das mache ich jetzt. Ich werde da hochlaufen. Da. Ich bin gerade von da ganz unten hier hochgelaufen.
Aber genau in diesem Moment, wo ich hier oben angekommen bin, scheint die Sonne nicht mehr so gut. Da ist irgendwie eine Wolke dazwischen. Mir ist voll kalt, ich muss mich aufwärmen. Das ist richtig nervig. Ah, jetzt kommt die langsam. Endlich. Es war noch ziemlich schwach, weil da noch so ein paar Bäume im Weg sind. Also so ein paar tödliche Bäume sind da im Weg. Aber so ein bisschen kommt. So die ersten Strahlen bekomme ich langsam. Und das ist gut. Aber das war eine richtig unangenehme Nacht gewesen mit dieser ganzen Kälte. Hätten wir, ich weiß nicht, mindestens 5 Grad wärmer oder so, dann hätte ich den ganzen Wald zugeschnarcht und hätte so eine richtig geilen Wildschweingeräusche von mir ausgegeben. Solange ich warte, bis diese versiffte Sonne vernünftig scheint, werde ich hier so ein bisschen das hier fressen. Das schmeckt voll bitter. Diese Kleeblattpapiere, die schmecken extrem süßlich. So wie Süßzucker irgendwie so. So, aber nicht ganz so süß, aber irgendwie geht's so in diese Richtung. Wie so eine kleine Süßigkeit. Blaubeeren. Aber Leute, ich stehe hier bestimmt schon eine ganze Viertelstunde hier rum. Und diese Sonne, die geht ständig weg. Ich nur vielleicht ganz minimal, ganz kurz da. Und auch so richtig schwach. Und dann versteckt die sich schon wieder hinter diesen ganzen Scheißwolken da drüben. Die Wolken müssen weg. Ich muss mich aufwärmen. Mir ist immer noch kalt. Und ich will pennen. Ich muss Schlaf nachholen. Aber ich kann in diesen, wie heißt das Ding? Ich kann nicht schlafen, wenn mir zu kalt ist. Mir ist immer noch kalt, weil diese ganzen Wolken da die ganze Zeit im Weg standen. Und jetzt kommt die Sonne endlich so ein bisschen raus. Und ich habe so lange gewartet, dass die Sonne mittlerweile da unten scheint. Deswegen gehe ich da unten hin. So, ich bin von da oben genau hier gekommen. Das heißt, ich kann beginnen, mich endlich mal aufzuwärmen. Zum ersten Mal. So, ich habe mich jetzt genug aufgewärmt. Und jetzt lege ich mich schon wieder pennen. Für die nächsten 1 bis 2 Stunden. Ein bisschen Schlaf nachholen. Weil die Nacht viel zu frostig war. So, ich habe jetzt ein bisschen Schlaf nachgeholt. Und jetzt gehe ich Steine kaputt machen. Ich habe gerade nur deswegen Steine kaputt gemacht, damit ich hier so eine Spitze habe, damit ich das hier als Werkzeug benutzen kann. Und jetzt werde ich erstmal einen Baum essen gehen. Ich habe die Rinde weggemacht, mit der zweiten Haut und ich glaube mit der dritten Haut auch. Und die dritte Haut, das kann man fressen. Ja, etwas bitter, schmeckt aber eigentlich eher neutral, so ein bisschen wie Holz. Aber ich glaube, da sollte ganz viel Kalorien drin sein, so dass ich, weil ich habe voll Hunger und so. Ich brauche was zum Fressen, deswegen fresse ich den Baum jetzt. So, ich bin schon wieder zurück und ich habe mein Essen hier hingelegt. Und ich glaube, ich werde jetzt einen versüfften Stein nehmen und den hochtransportieren, damit ich da mein Fressen drauf lagern kann. So, ich habe mir hier einen Stein besorgt vom Fluss, wo ich hier mein Essen drauf platzieren kann, damit der nicht immer auf dem Boden drauf ist und dreckig wird und sowas. Deswegen habe ich diesen Stein hier geholt. Jetzt erstmal Mittagessen, weil gefrühstückt habe ich Beeren und Kleeblatt und dieses andere Pflanze. Ja, ich merke, dass das so ein bisschen den Hunger stillt. So ein bisschen, auf jeden Fall. Beispiel eine verranzte Bazille. Beispiel eine richtig verranzte Naturbazille. Beispiel eine natürliche Drecksau. Und ich bin ein Gesichtsgesicht. Und durch meine Zahnlücke passt ein Stück Baum durch. Seht ihr? Da ist so viel Platz zwischen. Und gleich nachdem ich so ein bisschen gegessen habe, werde ich jetzt
meinen Schlafplatz optimieren. Also ein Dach für einen Schlafplatz bauen. Und ich glaube, ich werde noch ein bisschen Moos sammeln und den in der Sonne trocknen lassen. Ich glaube, das mache ich sogar davor, bevor ich mit dem Dach anfange. Ich habe ein bisschen Moos gesammelt, den lasse ich jetzt etwas trocknen. Und später, wenn Dämmerung kommt, dann werde ich diesen Moos zu meinem Schlafplatz hinbringen. Und guck mal, ich habe meinen Fummel ausgezogen, weil ich das liebe, wenn er D3 vernünftig scheppert. Erstmal so ein bisschen meinen Kopf waschen. Und Wasser trinken. Ich könnte echt so ein Gefäß gebrauchen, wo ich das ganze Wasser ablagern kann, damit ich nicht jedes Mal runter zum Fluss hin muss, um das so mit der Hand zu trinken. Aber ich habe wirklich keine Idee, wie man aus Naturmaterialien ein Gefäß baut. Deswegen werde ich wahrscheinlich die ganzen 7 Tage immer so trinken. Jedes Mal was Neues. Das ist ein frisches Wasser. Ein richtig trinkbares Wasser. Ein Wasser, was man saufen kann. Genau, das schmeckt besser als Leitungswasser. Ich muss jetzt Holzbalken suchen gehen. Ich habe ganz viele Äste gerade gefunden und an meinen Schlafplatz hingeschmissen, die ich dann gleich aufbauen werde. Aber jetzt mache ich so ein bisschen Pause mit so einer gekühlten Fußdusche. Aber ich bin sehr gespannt drauf, wie das Endergebnis aussieht. Wie das von außen aussieht oder von innen. Und falls es die Tage regnen sollte, ob mein Kopf nass wird, ob das da runter tropft, ob das auf meinen Kopf drauf tropft, beziehungsweise auf meine Sachen, ob das regenfest ist. Da bin ich ganz gespannt drauf. So, Pause ist zu Ende. Und jetzt? Und jetzt baue ich mein Zuhause weiter. Guck mal, ich habe hier diesen ganzen Skelett fertig gemacht. Jetzt kommt diese Rinde dran, die ich gestern gesammelt habe. Die werde ich hier dran machen, als Dach. Achso, diese Rinde hier, die kommt von diesen ganzen tödlichen Bäumen. Davon habe ich das abgepellt. So, ich habe die Rinde, die ich gestern gesammelt habe, draufgepackt. Also hier und hier. Aber das reicht noch nicht. Das heißt, ich werde gleich schon wieder da ganz hinten zu diesen tödlichen Bäumen hingehen. Also diese tödlichen Bäume. Und da schon wieder die Rinde abreißen. Also abfällen und das hier dran machen. Es war wieder Fresspause. Und hier, mein Shelter, der ist noch nicht komplett fertig. Also da oben, da fehlt noch was. Aber ich glaube, bevor ich das hier fertig mache, werde ich diesen ganzen Moos, den ich vorhin zum Trocknen gelegt habe, hierher bringen. Und hier das alles weich machen. Ich glaube, das mache ich jetzt. Weil als ich vorgestern, bevor ich losgefahren bin, in der Wetter-App geschaut hatte, dann sollte es auf jeden Fall die nächsten Tage nicht regnen. Höchstens vielleicht irgendwie so am 6., 7. Tag sollten irgendwie ein paar Tropfen kommen. Aber heute ist ja Tag 2. Und deswegen, vielleicht bin ich heute zu faul, das hier zuzumachen. Aber das wird noch zugemacht. Also entweder mache ich das später zu oder ich mache das morgen zu. Eins von beiden. Aber erstmal will ich den ganzen Moos herbringen. Und jetzt wird der ganze Rest rübergetragen. Guck mal, die Sonne geht langsam runter und ich habe jetzt meine beiden Pullovers an. Meine beiden Billigpullovers. Irgendwann muss ich den dritten Pullover hier auch noch anziehen. Das wird bestimmt später schon wieder kalt. Aber guck mal. Hier.
Ich habe hier drunter Moos hingelegt und dann habe ich eben gerade ganz viel getrocknetes Gras gepflückt. Oder halbwegs, also das ist zumindest ganz trocken. Und das habe ich hier drauf gepackt, damit ich viel, viel angenehmer pennen kann. Im Gegensatz zur letzten Nacht. Das ist viel weicher hier. Das ist richtig geil. Es fühlt sich auf jeden Fall viel angenehmer an. Da hinten, da ist so ein Untergang. Das heißt, das dauert nicht mehr lange und dann kommt Dunkle. Also die Sonne, die geht auf jeden Fall immer weiter runter und die versteckt sich hinter diesen Hügel, sodass ich viel früher Schatten bekomme. Genauso wie wenn morgen früh dann die Sonne von dort aus kommt, dann bekomme ich die Sonne viel, viel später zu spüren, weil wegen diesen ganzen Hügel. Das wird bestimmt wieder total, total nervig sein, so lange auf die Sonne zu warten. Obwohl es eigentlich schon langsam hell wird, aber die ersten Sonnenstrahlen immer noch nicht da sind. Und ich bin gerade zu faul, den Rest hier zu machen. Also den Dach komplett dicht zu machen. Aber ich bin positiver Dinge, dass es heute Nacht nicht regnet. Deswegen werde ich den Dach erst morgen fortsetzen und richtig dicht machen. Ich glaube, genau so mache ich das. Und ich finde, hier wachsen zwar ganz viele Blaubeeren, was gut ist, aber da sind viel zu wenig Blaubeeren dran. Man muss immer so viel suchen, um irgendwie überhaupt so eine Beere zu finden. Da wachsen viel zu wenig dran. Und die meisten sind auch viel zu klein. Ich will so eine richtig geilen Fetten haben, die ich da fressen kann. Naja, fresse ich diesen Baum hier weiter. Und ich hoffe, dass in der nächsten Nacht es nicht schon wieder so kalt wird wie in der letzten Nacht, weil das ist unangenehm, wenn man die ganze Zeit am Frieren ist, beziehungsweise ständig wach wird, weil man sich kurz ausschütteln, also warm schütteln muss, weil das sonst zu kühl wird, um zu schlafen. Man merkt, dass ich Scheißklamotten, also scheiß Oberteil habe. Die sind viel zu billig, die sind viel zu outdoor-untauglich. Obwohl ich glaube, ich schreibe die Anzahl an Tagen hier drauf. So, das hier, das steht hier für 2 Tage. Es ist dunkel geworden und langsam wird das immer kälter und kälter. Ich habe schon mal einen dritten Pullover angezogen. Und ich glaube fest daran, dass ich genauso wie in der letzten Nacht diese Nacht auch frieren tue. Also jetzt ist das noch nicht so kalt, aber in den nächsten Stunden, da bin ich mir ganz sicher. Es wird wieder so richtig unangenehm werden. Und da ganz hinten im Wald, also da ganz hinten, da höre ich so richtig, richtig düstere Geräusche. So als ob irgendwie 2 Elche oder 2 Bären oder so miteinander kämpfen tun. Also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass es hier Elche oder Bären gibt. Deswegen tippe ich auf, vielleicht auf Hirsche oder sowas. Und die Geräusche kann ich jetzt auch nicht über die Kamera aufzeichnen, weil das viel, viel zu weit weg ist. Also das höre ich nur extrem leise. Prüfen, ob diese Tiere, die diese Geräusche verursachten, herkommen. Und vielleicht mal eine Stirn lecken oder so. Währenddessen ich schlafe. Ja, aber diese Geräusche, die hören sich auf jeden Fall richtig düster und böse an. Nächster Tag beginnt und das war schon wieder richtig unangenehm kalt gewesen. Aber ich glaube, die Nacht davor war noch unangenehmer gewesen. Und guck mal, richtig scheiße, es nieselt gerade. Ich hoffe, dass es nur ganz leicht bleibt oder beziehungsweise gleich weggeht. Weil ich habe ja mein Dach noch nicht gemacht. Der ist doch total undicht. Das ist auf jeden Fall gar nicht gut.
Ich hoffe, dass das gleich weggeht und dass das nicht stärker wird. Weil ich habe keine Lust drauf, dass ich gleich nass werde. Ich glaube, ich werde jetzt notdürftig so ein bisschen von diesem getrockneten Gras da oben drauf machen. So, ich habe gerade ganz provisorisch so ein bisschen getrockneter Gras hier oben gemacht. Also genau an der Stelle, wo ich hier liege, wo mein anderes getrockneter Gras ist zum drauflegen. Und genau in diesem Moment hat es aufgehört zu regnen, beziehungsweise das waren nur ganz wenige Tropfen gewesen. Also ganz wenige Nieseltropfen, so ein paar einzelne Tropfen waren das gewesen. Und ich hoffe, dass die heute nicht mehr nochmal kommen. Aber das gibt mir auf jeden Fall ein Zeichen, dass ich diesen Dach heute auf jeden Fall dicht machen muss. Definitiv. Damit für den Fall, falls es dann nochmal regnet, dass ich da komplett geschützt bin. Gut, dass dieser Regen weg ist, dass das so wenige Tropfen waren. Dass ich dann nicht so richtig überrascht wurde. Und ich hoffe, dass später die Sonne rauskommt, damit ich ganz viel getrocknetes Gras sammeln kann. Also Gras, was trocken ist. Damit ich das hier drauf machen kann, damit ich mich mit noch mehr getrocknete Gras so zudecken kann. Wegen den Regentropfen ist dieser Gras ein bisschen befeuchtet jetzt. Und deswegen hoffe ich, dass die Sonne dann später rauskommt, damit ich später getrocknetes Gras, nicht feuchtes Gras herbringen kann. Erstmal was trinken. Ich habe 3 Haare auf dem Kinn, ich bin eine Ziege. So, ich werde jetzt für die nächsten 1 oder 2 Stunden mich noch ein bisschen hinlegen. Ein bisschen Schlaf nachholen, weil ich wurde ja von diesen paar Regentropfen, die auf meinen Kopf gefallen sind, überrascht. Deswegen lege ich mich einmal noch mal hin. Guck mal, diese Viecher hier, das sind Raupen. Und hier gibt es ganz, ganz viele, die von da oben sich runter abseilen und dann ständig hier auf meinen Körper landen. Und das alle paar Minuten, die ganze Zeit, auch die ganze Nacht über und so weiter. Die nerven total, die sind hier überall. Und guck mal, wir haben jetzt, ich habe ja hier Striche gemalt für die Anzahl an Tagen, damit ich die Orientierung nicht verliere. Und 2 Tage habe ich durch, aber weil heute Tag 3 ist, werde ich hier den 3. Strich hinmalen. So, damit ich genau weiß, dass heute Tag 3 ist. Ich werde hier die ganze Zeit von diesen Viechern hier belästigt. Die sind hier überall. Die krabbeln die ganze Zeit hier auf mir rum. Das geht mir voll auf den Sack, das nervt mich. Oh Scheiße, jetzt regnet es ganz plötzlich in Strömen. Und ich bekomme hier einzelne Tropfen ab. Das ist richtig scheiße. Ich hatte die ganze Zeit gedacht und gehofft, dass es gar nicht regnet. Und jetzt regnet es so richtig in Strömen. Gut, dass ich da so ein bisschen getrocknetes Gras da drauf gemacht habe. Dass da nicht so viel durchkommt, aber so ein paar einzelne Tropfen bekomme ich schon ab. Und eben gerade hat es auch sogar gedonnert, bevor ich Aufnahmeknopf. Ja genau, hier. Ein leichter Minimalgewitter. Widerlich, dass es jetzt regnet. Aber guck mal, weil da ganz hinten die Sonne so langsam kommt, gehe ich sehr davon aus, dass es nur ein ganz kleiner Schauer ist oder so. Aber trotzdem nervt mich das. Weil guck mal, ich wollte voll gerne ganz viel dieses getrocknete Gras sammeln. Aber getrocknet, nicht angefeucht, also nicht nass oder so. Sondern getrocknetes Gras brauche ich. Das finde ich richtig scheiße, dass es jetzt gerade regnet. Das ist richtig beschissen. Das ist richtig widerlich. Das ist so ein richtig ekliges Wetter. So ein richtig ekliges Scheißwetter. Der Regen ist weg. Und jetzt werde ich erstmal Nahrungsmittel beschaffen. Weil ich habe Hunger. So, hier, das kann man fressen.
Das ist richtig gutes, kalorienhaltiges Fressen. Es ist zwar kein Festmahlsessen, aber das stillt auf jeden Fall den Hunger. Kann ich für so eine Situation auf jeden Fall mega empfehlen. Genau, nur dieses Weiße hier rausziehen und das hier essen. Das heißt, glaube ich, Cambium oder sowas. Und das sättigt auf jeden Fall. Ich habe hier Blaubeeren gefunden. Ich werde den ganzen Busch jetzt fressen, deswegen noch eine Portion. So, jetzt suche ich anderes Fressen. Ich habe neues Fressen gefunden. Und zwar diese hier. Von diesem Tannenbaum. Diese kleinen Knospen. So, ich habe so ein bisschen gefressen und jetzt werde ich gleich meine Handschuhe anziehen und ein bisschen Baumrinde abmachen. Jetzt wird mein Dach dichter gemacht. So, ich habe da jetzt die ganze Rinde hier dran gemacht, die ich gerade vorhin gesammelt habe. Und das sieht auf jeden Fall jetzt viel geschützter aus als davor. Hier sind auf jeden Fall wesentlich weniger Löcher. Und ich werde gleich nach da hinten hinlaufen, um dort getrocknetes Gras zu holen und dann diesen hier hin machen und die Löcher hier zustopfen. Falls dieser Gras da hinten noch nicht getrocknet ist, weil das ja vorhin geregnet hat, dann werde ich feuchtes Gras holen und nicht hier drauf machen, sondern nur die Löcher hier vollstopfen damit. Ich glaube, genau so mache ich das jetzt. Das Gras ist leider noch ein bisschen feucht, deswegen werde ich diesen Gras, den ich jetzt aufsammle, nur fürs Dach benutzen und nicht zum Pennen. Das mache ich jetzt genauso. Oh Scheiße, guck mal, da hinten, da ist eine Wolke. Das sieht aus wie eine Regenwolke und ich habe da Donner gehört. Das ist da hinten so ein bisschen Rums und diese Wolke, die kommt hierher. Das heißt, ich muss schneller machen. Ich muss dieses ganze Gras hier nach da hinten hin mitnehmen. Und mein Solarpanel auch, das habe ich gerade, die Sonnenstrahlen habe ich genutzt, um meine Powerbanks aufzuladen. Und genau, ich muss da jetzt ganz schnell machen, dass ich dieses hier dahin bringe und dann mein Dach dicht mache. So, jetzt werde ich mein Dach dicht machen. Also beziehungsweise diese paar Löcher, die noch im Dach drin sind, die werde ich damit zustopfen. So, ich habe hier so ein paar Löcher zugedeckt und ich denke mal, dass die meisten hier ganz gut zugedeckt sind. Also gut, das da drüben ist eigentlich nicht so wichtig, weil ich penne ja genau hier. Und hier ist auch egal, weil dahinter ist auch eine Rinde. Aber genau, so sieht das jetzt aus. Und ich denke mal, dass das auf jeden Fall besser halten wird als davor. Ach so, und wisst ihr, warum ich das so gemacht habe, dass die Innenseite von der Rinde außen steht und nicht innen? Weil erstens, das ist ja so gebogen und so kann das Wasser viel besser so abfließen, als wenn das andersrum ist. Dann, als ich da die Rinde abgezogen habe, da waren da ganz viele Nacktschnecken und Würmer und sowas. Und genau, ich wollte nicht, dass die mir auf den Kopf fallen, wenn ich da drin bin. Und ich finde, das sieht dann innen drin einfach viel gemütlicher aus, wenn die Rinde zum Vorschein kommt.
anstatt die Innenseite von der Rinde. Genau, das sind die drei Gründe, warum ich das genau so gemacht habe und nicht anders. Guck mal hier, das Wetter ist schon wieder beschissen zu mir. Es regnet. Es ist zwar ein leichter Regen, aber trotzdem regnet das. Und Regen nervt für so, bei so etwas. Und mal gucken, wie gut das hält. Ob da irgendwie Tropfen durchkommen und sowas. Also bis jetzt habe ich fast gar nichts gemerkt, dass hier irgendwas durchkommt. Aber trotzdem nervt mich dieser Regen. Der muss weg. Der soll mich in Ruhe lassen. Es hat gerade so ein bisschen geregnet und ich habe nur ganz, ganz wenige Minimaltropfen abbekommen. Aber so richtig. So ganz, ganz minimal. Also das heißt, da ist irgendwas zwar noch nicht komplett dicht, aber es ist sehr viel dichter als wie heute Morgen. Also da kommt ganz, also fast nichts durch. Mir ist eben gerade, ich habe gerade eine ganz schlaue Idee gehabt. Und zwar, das hier, das ist mein Packsack. Und hier hatte ich Heu drunter gehabt. Und für den Packsack, den ich als Kopfkissen noch benutze, dafür brauche ich kein Heu. Und deswegen habe ich diesen Heu von hier drunter nach hier hin gemacht, damit ich mehr Decke habe für heute Nacht. Richtig geil, ne? Das habe ich so aus meinem eigenen Kopf erdacht, dass das so besser ist. Wenn heute das nicht geregnet hätte und dieser getrocknete Gras, was da ganz hinten liegt, nicht feucht wäre, dann hätte ich davon noch viel, viel mehr rausgeholt und hier hingelegt, damit ich mich heute Nacht ein bisschen stärker wärmen könnte. Aber es regt mich total auf, dass das so feucht ist da hinten. Und das ist so wenig, dass ich gestern so wenig gesammelt habe. Also gut, ich habe zwar schon so einiges gesammelt, aber es ist trotzdem, wäre besser, wenn ich irgendwie die doppelte Menge hier hätte. Und guck mal hier. Langsam kommt Dunkle. Ich habe keine Ahnung, wie spät wir es haben, aber genau, das wird so langsam bald Nacht wieder. Und ich bin ein richtiger Hohlkopf, weil ich das gestern Abend vergessen hatte, das hier vor meinem Kopfkissen wegzumachen und das hier hinzulegen. Als Decke. Das getrocknete Gras. Und guck mal, wir haben richtige Luftfeuchtigkeit. Weil hier, da drüben, da ist ganz viel Nebel. Und seht ihr das? Diese ganze Luftfeuchtigkeit, die hier durchgeht. Diese ganzen Tropfen. Das ist richtig widerlich. Das macht hier den ganzen getrockneten Gras hier ganz feucht. Und das heißt, das wird dann noch kälter. Tag 4 ist angebrochen. Es ist zwar hell geworden, aber es ist immer noch total unangenehm kalt. Weil guck mal hier. Guckt euch das mal an. Hier ist überall Nebel und Luftfeuchtigkeit. Da ist hier alles nass. Und diese ganzen Wolken, die versperren die Sonne. Das war wieder eine richtig unangenehme Nacht gewesen. Es hat mich richtig belästigt, dieser ganze Regen. Und naja, es hat vielleicht nur ein bisschen manchmal geregnet, so ein paar Tropfen. Aber dieser ganze Nebel, diese Luftfeuchtigkeit, das war so richtig kalt gewesen. Ich habe wieder ein bisschen gefroren. Und dann sind hier auch noch so eine Scheißwurzeln. Die haben mich auch die ganze Zeit gestört. Das ist so eine richtig beschissene Liegekomfort. Das ist richtig unangenehm mit den Wurzeln. Und ich hoffe total, dass in den nächsten Stunden diese ganzen Wolken verschwinden und Sonne rauskommt. Weil sonst, wenn die Sonne heute nicht rauskommt, da ist das heute so ein richtig verschissener, widerlicher Tag. Den ich gar nicht mögen werde. Der wird richtig widerlich. Es ist ein richtig ekliger Tag. Mit so einem richtigen Siffwetter. Also dieser Regen und diese Kälte und dieser Nebel, diese Luftfeuchtigkeit. Das war total energielos. Ich habe richtig keinen Bock drauf aufzustehen. Das ist voll nervig. Das ist richtig belastend. Deswegen liege ich hier so lange, bis das vielleicht weggeht oder so. Oder zumindest so ein bisschen weggeht. Ich habe noch nicht mal Bock drauf, jetzt auf dieser Tischplatte den vierten Strich für Tag 4 drauf zu... wie heißt das Ding? Mit dem Stein so dran zu kratzen. Aber ich mach das später auf jeden Fall. Das hole ich auf jeden Fall nach. Das muss nachgeholt werden.
Es ist ein richtig widerliches Wetter heute. So, ich bin gerade aufgestanden, weil ich musste Urin machen. Das habe ich gegen diesen Baum gemacht. Und es nieselt ganz leicht. Und dieser ganze Nebel, der ist immer noch vorhanden. Und es ist immer noch total kalt. Und mir ist eben gerade eine richtig widerliche Auffälligkeit aufgefallen. Und zwar hier vorne. Hier vorne ist eine Zecke. Ich muss diese Zecke entfernen. Jupp. Genau, hier vorne ist die Zecke. Die habe ich erfolgreich entfernt. Und genau hier ist die Stelle. Wo ich glaube, der Kopf ist auch draußen. Das ist gut. Zecke erfolgreich entfernt. Prüfen, ob ich bald Borreliose aus meinem Körper rausspritzen kann, um andere zu ärgern. So, hier sind die drei Striche. Und zwar Tag 1, Tag 2, Tag 3. Die kann man jetzt gerade nicht so gut erkennen, wegen der Nässe. Aber jetzt mache ich den vierten Strich, weil heute ist Tag 4. Ich habe aus Versehen den falschen Stein benutzt. Genau, das hier, das ist jetzt Strich für Tag 4. Aber jetzt werde ich erstmal mein Essen von gestern weiter essen. Erstmal ein paar Heidelbeeren fressen. Guck mal, hier sind ganz viele reife Heidelbeeren. Die werden jetzt alle aufgefressen. Ich habe hier einen Blaubeerbusch gefunden. Mit Blaubeeren. Diese Blaubeeren, die werde ich jetzt auch fressen. Ich will unbedingt, dass diese Wolken weg sind, damit die Sonne hier runter klatscht und dann dieser Nebel viel schneller weggedampft wird. Damit da dann die Sonnenstrahlen noch mehr runter klatscht und dann diesen Gras hier trocken macht, damit ich das hier aufsammeln kann, also hier dieses getrocknete Gras wegpflücken kann und dann das als Decke benutzen kann und Matratze. Genau, das regt mich total auf, dass das hier alles nass ist. Das finde ich voll scheiße. Ich wollte es gemütlicher haben und nicht so wie in der letzten Nacht. Guck mal, ich habe hier schon wieder was zum Fressen gefunden. Er soll mit kalten Fingern kaltes Wasser trinken. Damit mir noch kälter wird. Guck mal, als ich hier gepennt habe, da ist mir aufgefallen, dass von dieser Seite irgendwie ganz viel Wind kam. Also, naja, gut, das war ein leichter Wind gewesen, aber der war trotzdem kalt gewesen und das habe ich gespürt. Der ist hier gekommen und ist dann zu meiner Füße hier. Irgendwie so zu mir dann. Das hat mich genervt und deswegen habe ich mir gedacht, mein Dach hier zu erweitern, dass ich den ein bisschen vergrößere. Ich bin eben gerade mit dem Kopf hier drauf, hier gegen geklatscht. Und zwar, dass ich hier noch ein, wie heißt das Ding, hier noch ein paar Äste rüber mache und nochmal so ein, wie heißt das Ding, so eine Baumrinde hier drüber machen tue, dass der ein bisschen größer ist, damit ich so ein bisschen windgeschützt dann nächste Nacht hier rumliege. So, ich habe mein Dach erweitert. Und zwar, das sieht so aus, von innen. Und so sieht das von draußen aus.
Das habe ich so erweitert. Das ist mein neuer Schlafplatz. Guck mal, diese Viecher hier vorne, die belasten mich die ganze Zeit. Die hängen hier die ganze Zeit rum. Und wenn die dann sich abseilen, also der hier, der klettert zwar gerade hoch auf sein Seil, aber wenn die sich abseilen und dann auf meinen Kopf drauf landen oder auf meinen nackten Bein oder so, das nervt mich die ganze Zeit und das machen die mehrmals in der Stunde, wenn ich da drin liege. Weil ich gerade nichts zu tun habe, modifiziere ich diese drei Striche mit dieser Farbe. Genau, extra damit ihr das über die Kamera besser sehen könnt, dass ich 4 Tage hier bin. Guck mal, ich habe zwar die letzten paar Stunden nicht gefroren, aber es war trotzdem nicht warm gewesen und die Sonne geht langsam runter. Also das wird immer mehr dunkle und den gesamten Tag über hat da oben keine Sonne geschienen, sondern es war die ganze Zeit richtig bedeckt. Richtig bewölkt und nebelig und feucht und nass. Und ich glaube, diese Nacht, die jetzt gleich kommt, die wird auf jeden Fall noch kälter sein, noch eine Nummer kälter sein als die letzte Nacht. Und darauf freue ich mich überhaupt gar nicht. Ich habe keinen Bock drauf, schon wieder fast gar nicht schlafen zu können, weil ich die ganze Zeit am Frieren bin. Und dann konnte ich doch nicht mal mehr getrocknetes Gras sammeln, weil dieser getrocknete Gras total feucht ist und so weiter, den gesamten Tag. Und ich hatte richtig Bock drauf gehabt, irgendwie das Doppelte an getrocknetes Gras zu sammeln, damit ich viel besser pennen kann. Damit ich mich damit viel besser zudecken kann und sowas. Ich hoffe zutiefst, dass morgen richtig geiles Wetter wird. Dass morgen Sonnenschein kommt und alles trocknet. Damit ich abends getrocknetes Gras einsammeln kann. Guck mal, langsam ist es dunkler geworden. Und wisst ihr, was mir auffällt? Wenn ich atme, dann kommt Dampf raus. Das heißt, heute Nacht wird das noch unangenehmer sein, was die Kälte betrifft, glaube ich. Das finde ich voll scheiße. Das mag ich nicht. Das gefällt mir so nicht. Die Kälte muss weg. Tag 5 ist angebrochen. Und die Nacht, die war schon wieder so richtig kalt gewesen. Ich habe teilweise gefroren, ich habe sogar gezittert. Das war voll unangenehm. Aber guck mal hier. Guck mal. Na gut, jetzt sind schon wieder diese dreckigen Wolken da. Aber eben gerade habe ich gesehen, dass da so ein bisschen, so ein paar Sonnenstrahlen war. Das heißt, heute ist besseres Wetter als gestern. Und jetzt mache ich Strich Nummer 5. Genau, das hier, das ist 5. Strich für Tag 5, dass heute Tag 5 angebrochen ist. Deswegen habe ich das hier so gemalt. Das heißt, die nächste Nacht wird die 5. Nacht sein. Und morgen kommt Tag 6 dran. Und Leute, ich habe heute schon wieder so richtig beschissen geschlafen. Erstmal die Kälte, die mich gar nicht schlafen gelassen hat. Also ich habe teilweise habe ich sogar gezittert vor Kälte. Und dann auch noch diese kleinen Tiere. Diese ganzen Raupen und Spinnen, die sind die ganze Zeit über mein Bein und über mein Gesicht geklettert. Also wenn ich einen Gegenstand mitgenommen hätte, dann wäre es in diesem Fall auf jeden Fall ein Schlafsack. Weil es macht keinen Spaß, die ganze Nacht lang zu frieren, nicht schlafen zu können und bis zum nächsten Morgen, wenn es hell wird, warten zu müssen, damit man schlafen kann, wenn es ein paar Grad wärmer wird. Deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn es so langsam hell wird. Ich habe gerade geschätzt eine Stunde gewartet und guck mal, die Sonne ist wieder draußen. Das ist richtig geil. Aber wisst ihr, was noch besser ist? Die Wolken, die werden immer weniger. Das klart auf jeden Fall langsam auf. Das heißt, ich kann mich zum ersten Mal seit vorgestern so ein bisschen aufwärmen. Leute, es ist endlich warm genug, dass ich nicht mehr im Pullover rumlaufen muss. Das finde ich richtig gut. Und darauf werde ich gleich Bären fressen. So, weil ich hier unten nur das gefunden habe, was ich gefunden habe,
zum Essen, werde ich nach da oben hinlaufen, um noch mehr Sachen zu suchen, was man auch essen kann. Das mache ich jetzt. Guck mal, da ganz hinten an diesen Hügel, da höre ich gerade Wildschweingeräusche. Aber die sind ein bisschen zu weit weg. Und die sind auch, die höre ich extrem leise, kann man auf der Kamera nicht auffangen. Und ach so, vorhin habe ich auch da ganz hinten Rehe gesehen, wie die hier hochgeklettert sind. Aber das waren richtig ausgewachsene Dinger, die waren so groß wie so ein Hirsch. Aber da hatte ich die Kamera nicht in der Hand gehabt. Guck mal, hier vorne sind ganz viele Heidelbeeren. Ich werde diese fressen. Die hier, die sind giftig. Die hier, die sind nicht giftig. Scheiße gefunden. Ich glaube, bis auf diese eine Blume und noch mehr Heidelbeeren und noch mehr Blaubeeren habe ich sonst nichts weiter gefunden, was man fressen kann. Also wo ich genau weiß, dass man das fressen kann. Und ich habe Scheiße gefunden. Ich bin runtergelaufen und hier vorne ist dieser Fluss. Sauffluss. Guck mal, weil ungefähr der halbe Tag hier die Sonne drauf geschienen ist. Also gut, manchmal sind da vielleicht auch ein paar Wolken gekommen. Aber trotzdem, ganz lange war blauer Himmel gewesen. Und ich hoffe, dass dieser getrocknete Gras nicht mehr feucht ist oder trocken. Deswegen werde ich ein bisschen getrocknetes Gras, es ist ganz minimal feucht, aber sonst ist es an sich trocken. Ich werde mehr getrocknetes Gras rausrupfen und das hier zu meinem Schlafplatz hin mitnehmen, damit ich da das weicher machen kann. Ich glaube, genau das mache ich jetzt. Aber ich habe nur dieses getrocknete Gras genommen, was nicht zu nass ist, sondern nur ganz minimal feucht. Alles, was zu nass ist, habe ich da gelassen. Und da ist nur so ein bisschen rumgekommen. Das heißt, ich hoffe, dass morgen kein Regen kommt. Und dann werde ich morgen noch mehr getrocknetes Gras sammeln gehen. Die Sonne ist am Untergehen. Aber die ist noch nicht komplett unten, aber die wird gleich unten sein. Und dann wird's dunkel. Und guck mal, mir ist etwas unter meinem verransten Gehirn etwas eingefallen, was ich erzählen kann. Und zwar, bei den meisten Touren habe ich richtig Freude drum, ganz viel Bier zu trinken. Und ich hatte irgendwie auch immer wieder Kommentare gehabt, dass einige sagten, dass ich irgendwie ein Alkoholiker sei oder alkoholabhängig oder so. Und das muss ich auf jeden Fall widersprechen. Weil, wenn ich jetzt alkoholabhängig wäre, dann könnte ich jetzt so einen Selbstversuch nicht starten ohne. Ich habe kein Problem damit, 7 Tage auf Bier zu verzichten oder auf sonstige alkoholische Getränke. Und Leute, man darf niemals von irgendetwas abhängig sein. Man darf nicht zu viel saufen. Das ist ganz wichtig. Man muss immer Pause dazwischen machen. Und hier, es gibt ja viele Leute, die sich jedes Wochenende besaufen. Zum Beispiel in der Kneipe oder unter Freunden oder so. Und bei mir ist das halt so, dass ich anstatt das lieber eine Tour mache mit ganz viel Bier trinken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich irgendwie in so einer Kneipe zu besaufen oder irgendwo bei irgendjemandem zu Hause wesentlich ungesünder ist, als wenn man Bier trinken eine Tour macht. Aber natürlich, denkt dran, Alkohol ist ein Nervengift und ist natürlich nicht gesund. Aber wenn man es macht, dann lieber mit Bewegung anstatt sitzend. Ein bisschen Armbrot fressen. Ohne den würde ich die ganze Zeit hungern. Aber der hier, der sättigt auf jeden Fall. Die Nacht ist angebrochen und ich werde mich so langsam pennen legen. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich später schon wieder die ganze Zeit ständig wach werde, weil es zu kalt ist. Weil mich die Kälte schon wieder nicht schlafen lässt. Mir ist so richtig kalt. Ich bin die gesamte Nacht lang am Frieren. Ich habe kein einziges Auge zugedrückt. Und es ist zwar noch dunkel, aber das sieht so aus, als dass es so langsam heller wird. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten 1 bis 2 Stunden die ersten Sonnenstrahlen rauskommen.
Und wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, dann werde ich mich einmal kurz aufwärmen gehen. Und wenn das passiert ist, dann werde ich mich auf jeden Fall nochmal hinlegen und Schlafdach holen. Weil ich hatte die gesamte Nacht lang gefroren und gezittert. Ich konnte kein Stück schlafen. Das ging gar nicht klar. Ich glaube, das war bisher die kälteste Nacht. Und das war unglaublich unangenehm. Das war richtig widerlich. Ich bin froh, wenn die Nacht zu Ende geht. Seht ihr das? Das wird langsam immer heller. Also, die Sonne ist zwar natürlich noch nicht draußen, aber genau, da sieht man das auf jeden Fall, dass die Nacht bald überstanden ist. So, es ist heller geworden und die ersten Sonnenstrahlen kommen. Und ich werde mich hier aufwärmen. Aber weil da oben so ein paar Scheißwolken sind, also diese leichten Wolken, versperren die so ein bisschen die Sonne, so dass nur ganz leichte Sonnenstrahlen die ganze Zeit kommen und vielleicht nur manchmal vielleicht so ein paar bessere Sonnenstrahlen. Das heißt, das dauert noch ein bisschen lange, bis ich mich ein bisschen aufgewärmt habe. Alter. Es war so eine richtige Scheißnacht gewesen. Die war richtig beschissen. Ah, mir ist immer noch richtig kalt. Vor diese Sonnenstrahlen sind erst jetzt gekommen. Also die ersten Sonnenstrahlen. Weil eben gerade, vorhin die ganze Nacht war klarer Himmel gewesen. Aber gerade wo die Sonne aufging, war dann plötzlich ganz viele Scheißwolken gewesen. Und jetzt sind die endlich weg. Und jetzt kommt endlich so ein bisschen Sonnenstrahlen. Ich warte die ganze Zeit, dass die Sonne mal verstärkt kommt, damit ich mich endlich aufwärmen kann. Aber genau jetzt ist hier eine richtig dicke Wolkendecke gekommen, die hier die Sonne versperrt. Die Wolkendecke muss weg. Jetzt muss es noch länger warten, bis ich endlich nicht mehr frieren muss. Das geht mir richtig auf die Nerven. Ich will endlich die Sonne haben. Bevor ich das vergesse, male ich hier den sechsten Strich für Tag 6 drauf, dass Tag 6 angebrochen ist. Zur eigenen Orientierung. Guck mal, er hier, er hat bestimmt schon ganz viel Scheiße in sein Leben gefressen. Aber so richtig viel. Der hat schon bestimmt ganz viel Scheiße probiert. Also ganz viel verschiedene Scheiße. Er liebt so etwas. Deswegen bin ich fest der Überzeugung, dass der schon ganz viel Scheiße in sein Leben gefressen hat. Guck mal, diese kleine Zecke hier, die versucht mich zu fressen. Die muss weg. Ich habe die Zecke weggemacht mit Kopf. Genau, hier ist die Zecke. Die werde ich jetzt wegschmeißen. Die Sonne will immer noch nicht rauskommen, weil hier ist eine Wolke nach der nächsten. Mir ist zwar immer noch nicht warm, aber zum Glück bin ich nicht mehr am Frieren. Und deswegen werde ich jetzt erstmal Heidelbeeren frühstücken. Endlich ist es soweit. Die Sonne ist endlich mal zum ersten Mal vernünftig draußen. Nach so vielen Stunden warten. Und guck mal, da vorne ist nahezu blauer Himmel. Das finde ich richtig gut, endlich. Genau darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Endlich kann ich mich zum ersten Mal vernünftig aufwärmen. Und darauf, dass die Sonne heute zum ersten Mal vernünftig draußen ist, werde ich eine einzelne Blaubeere fressen. Guck mal, wenn blaues Himmel ist und die Sonne direkt strahlt, da ist das schön warm. Aber wenn da nur eine einzige Wolke vor der Sonne ist, dann wird es sofort von der einen Sekunde auf der nächsten schlagartig so richtig kalt. Und das ist richtig scheiße. Deswegen, die ganzen Wolken sollen weg. Und ich finde das scheiße, dass da ganz hinten schon wieder Wolken kommen. Das heißt, das wird gleich schon wieder richtig kalt. Das mag ich nicht. Weil ich wegen der Kälte extrem unausgeschlafen bin, werde ich jetzt hier draußen in der Sonne ein kleines Nickerchen machen. Weil ich hab voll Bock auf Wärme. Weil das finde ich cool. Bis später.
Ich hab Schlaf nachgeholt. Und plötzlich ist das Wetter besser. Na gut, jetzt ist die Wolke da vor der Sonne, aber trotzdem ist das Wetter besser geworden. Und ich bin eine Milchsäurebakterie mit Kellerasseflechte. Hier. Weil in der letzten Nacht und heute nicht geregnet hat, gehe ich davon aus, dass dieses getrocknete Gras jetzt trockener ist. Das heißt, ich werde davon noch viel mehr aufsammeln. Also ganz viel werde ich davon jetzt sammeln. Weil ich hier schon das allermeiste weggemacht habe von diesem getrockneten Gras und ich keine Lust habe auf kurze getrocknete Gras, weil damit kann man sich nicht so gut zudecken wie mit so einem langen getrockneten Gras, werde ich den hier jetzt erstmal in meinen Shelter reinpacken und dann in einer anderen Stelle nach noch mehr getrockneten Gras suchen gehen. Genau, das werde ich jetzt machen. So, das reicht erstmal, weil guck mal, mir fehlen die Kohlenhydrate. Ich fühle mich irgendwie so, als ob ich vielleicht nur 10% Power habe. Ich komme extrem schnell aus der Puste und sowas. Das nervt. Mir fehlen die Kohlenhydrate. Übermorgen gibt's Kohlenhydrate und Proteine zum Fressen, warm. Das werde ich mir morgen holen. Ich meinte, übermorgen werde ich mir das holen, beim Abreisetag, bei Tag 8. Bei irgendeinem Imbiss oder Restaurant oder sowas. Genau das mache ich. Guck mal da hinten, die Sonne geht langsam runter. Und das heißt, bald kommt dunkle und dann wird es schon wieder so richtig kalt. Und darauf freue ich mich natürlich überhaupt gar nicht drauf. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich heute bestimmt wesentlich besser pennen kann als die letzten Nächte. Weil ich jetzt mindestens doppelt so viel getrocknetes Gras hier habe. Vielleicht sogar dreimal so viel. Ich weiß nicht, warum ich nicht gleich auf die Idee gekommen bin, so viel getrocknetes Gras zu sammeln. Irgendwie gleich am ersten Tag, dann hätte ich da auf jeden Fall wesentlich besser schlafen können. Und vor allem diese ganzen Wurzeln, die da drunter sind, die haben mich so richtig genervt. Aber jetzt habe ich da ganz viel getrocknetes Gras drüber gelegt. Ich hoffe, die werden mich diese Nacht nicht so stark nerven. Genau deswegen habe ich gerade ganz viel getrocknetes Gras gesammelt. Habe ich gut gemacht, ne? Richtig geil. Diese Dinger, die sollten gegen Lungenkrankheiten helfen. Deswegen frisst man die. Guck mal, die Sonne geht immer weiter runter. Und ich merke schon wieder, dass es Minute für Minute immer kälter wird. Und immer unangenehmer schon wieder. Ich freue mich schon wieder nicht auf die Nacht. Guck mal hier. Ich habe hier Besuch von diesem Vollfettkäfer bekommen. Und wisst ihr, warum das ein Vollfettkäfer ist? Weil der so richtig fett ist. Dieser Stock hier, der die ganze Rinde hier hält, der ist hier angebrochen. Das heißt, es könnte gut sein, dass währenddessen ich hier schlafen tue, dass dieses hier dann plötzlich durchbricht und diese gesamte Rinde auf meinen Kopf fällt. Und mich total erschrecken tut. Ich bin sehr gespannt drauf, ob das vielleicht passieren wird oder nicht, weiß ich nicht, aber da bin ich ganz gespannt drauf auf jeden Fall. Und guck mal hier. Hier vorne sind ganz viele von genau diesen Spinnen. Gestern habe ich ganz, ganz viele hiervon gesehen. Da sind ganz, keine Ahnung, so 5-6 Stück oder so hier auf diesen Ast hier rumgelaufen. Die verstecken sich irgendwie da in der Rinde drin. Und diese Dinger hier, die belästigen mich immer noch. Die belästigen mich wirklich jede Nacht. Und guck mal, hier vorne hängt noch eins. Die nerven mich so richtig. Die hier, die landen ständig irgendwie auf meinen Körper drauf. Irgendwie auf meinen nackten Beinen und sowas. Und manchmal auch ins Gesicht. Die sind... Ich mag diese Dinger hier nicht.
Also die haben mich richtig gestört. Also beim Schlafkomfort, für den Schlafkomfort haben sie mich die ganze Zeit richtig gestört. Ich werde mich gleich pennen legen und ich muss sagen, zu ungefähr dieser Zeit war es in der letzten Nacht viel, viel kälter gewesen. Also da habe ich schon gefroren, aber jetzt gerade geht das. Also ich bin positiver Dinge, dass diese Nacht auf jeden Fall angenehmer wird als die letzte Nacht. Und vor allem, weil ich hier noch viel mehr getrocknetes Gras habe, um mich viel mehr zuzudecken und um weicher zu liegen. Deswegen bin ich 100% zuversichtlich, dass diese Nacht auf jeden Fall angenehmer wird als die letzte Nacht. Das finde ich richtig geil. Tag 7 ist angebrochen und heute war die erste Nacht gewesen, wo mich diese ganzen Insekten, die über meinen nackten Beinen rübergelaufen sind, stärker gestört haben als die Kälte. Also mir ist zwar immer noch nicht warm, also mir ist auch noch kalt, aber ich habe dieses Mal weniger gefroren. Das heißt, diese Nacht war angenehmer gewesen, aber die Insekten, da waren noch viel mehr Insekten gewesen, die über meinen nackten Beinen rübergelaufen sind. Die haben mich so richtig belästigt. Und guck mal. Das Wetter ist voll cool. Die Sonne kommt gleich raus. Aber bevor ich mich gleich unter der Sonne stelle, werde ich erstmal den 7. Strich hier aufmalen. Damit alle wissen, dass heute Tag 7 angebrochen ist. Das heißt, heute ist letzter Tag und ich muss noch eine Nacht machen. Und morgen muss ich noch den halben Tag ungefähr machen. Und dann habe ich Selbstversuch abgeschlossen. Guck mal, da ganz hinten, da geht die Sonne auf und die ist noch nicht hoch genug, damit ich die ganzen Sonnenstrahlen abbekomme. Das heißt, ich muss noch ein paar Minuten warten. Die Sonne sollte eigentlich hoch genug sein, damit ich jetzt die Sonnenstrahlen abbekommen würde. Aber diese komische Wolke da vorne, die ist voll im Weg. Die, da kommen keine Sonnenstrahlen durch. Und die bewegt sich auch noch so extrem langsam. Ich will, dass die Sonne hierher kommt und mich anstrahlt. Beziehungsweise mich warm macht und sowas. Aber die Wolke, die ist richtig widerlich. Die Wolke muss weg. Ich will die Sonne sehen. Oh Scheiße, jetzt kommt hier diese ganze fettige Wolkendecke hier an. Die hier diese ganzen Sonnenstrahlen versperrt. Und ich sehe da ganz hinten keinen blauen Himmel. Das heißt, ich habe hier umsonst gewartet auf die Sonnenstrahlen und ich gehe jetzt wieder zum Dings, zu meinem Shelter zurück, zu meiner Hütte und werde da ein bisschen rumsitzen und warten, bis dann irgendwann diese Wolkendecke weggeht. So, ich sitze jetzt so lange in meiner Hütte rum, bis diese fettige, voll fette Decke mit Fett dran verschwindet, damit da endlich Sonne durchkommt. Und wenn Sonne durchkommt, dann wärme ich mich endlich auf. Weil ich habe keinen Bock drauf, in kalten rumzustehen. Also ich bin jetzt nicht am Frieren, aber trotzdem ist es etwas kühl. Und ich habe keinen Bock auf kühl. Ich will Sonne mit warm dran. Ich will die Dreischepperung auf meinem Körper spüren. Das muss richtig runterklatschen. Das ist ganz wichtig. Ich liebe die Dreischepperung. Und wehe, es bleibt den ganzen Tag bedeckt. Wegen dieser fettigen, voll Fettdecke mit Fett dran. Wolke, meine ich. Die muss unbedingt weg. Die muss verschwinden. Ich habe hier gefühlt 3 Stunden gewartet, bis ich endlich die ersten Sonnenstrahlen abbekomme. Und in den letzten 3 Stunden oder 2 bis 3 Stunden würde ich sagen, ist mir aufgefallen, dass da drüben fast konstant blauer Himmel ist. Aber genau da drüben, wo die Sonne ist, immer Wolken davor sind. Es ist kein einziger Sonnenstrahl irgendwie hergekommen. Das regt mich total auf. Ich will mich aufwärmen. Die Wolken müssen weg, die da vorne sind. Und das geht schon die ganze Zeit so. Ich will die Sonne haben. Das macht mich total böse. Das macht mich richtig sauer. Das ist eine richtig widerliche, fettige, voll Fettwolkendecke mit Fett dran. Die stört mich. Die muss weg. Die muss die Sonne frei machen. Das muss auf mir draufklatschen. Ich muss die Dreischepperung verspüren. Darauf werde ich erstmal einen Tannenbaum fressen. Guck mal, ich komme von da unten und ich bin gerade hier hochgelaufen, weil ich die ganzen Beeren, die da unten gewachsen sind, schon alle aufgegessen habe. Und deswegen bin ich hier oben, um hier oben nach noch mehr Beeren zu suchen. Jawohl, hier vorne sind ganz viele dieser Heidelbeeren. Die werden jetzt alle gefressen. Heidelbeeren sind geiler als Blaubeeren. Die schmecken intensiver.
Also die Sonne, die will einfach nicht rauskommen, die ganze Zeit. Ich habe bis heute noch keinen einzigen Sonnenstrahl abbekommen. Aber ich finde, dass hier oben, dass irgendwie gefühlt 2-3 Grad wärmer ist, als da unten, da wo ich sonst immer bin. Und deswegen glaube ich, bleibe ich hier die nächsten paar Stunden hier oben sitzen, bis ich dann irgendwann durstig werde und dann zum Fluss muss. So lange bleibe ich hier oben sitzen und befresse mich mit Heidelbeeren. Guck mal, hier oben gibt es noch viel fettigere Blaubeeren mit Fett dran. Die sind viel fetter als die da unten, die Blaubeeren, die ich schon alle aufgegessen habe. Und genau, die sind auf jeden Fall besser, wenn die so richtig fett sind. Genauso fett wie diese fettige Vollfettwolke, die mit ganz viel Fett dran, die ganze Zeit die Sonne versperrt. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Das ist ein natürlicher Antidepressivum. Ich glaube, wir haben schon Nachmittag. Irgendwie Mitte Nachmittag oder so, schätze ich mal. Keine Ahnung, wie spät wir es haben. Das weiß ich die letzten 7 Tage nicht, wie spät wir es haben. Also Leute, langsam denke ich, dass die Welt mich verarschen will. Guck mal, die ganze Zeit, wirklich den ganzen Tag ist da vorne diese fettige Wolke vor der Sonne, die hier diese Sonne versperrt, sodass ich keine einzige Sonnenstrahl abbekomme. Aber genau in der anderen Seite, da ist die ganze Zeit blaues Himmel. Wenn das umgekehrt wäre, dann wäre es richtig gut. Das ist aber wirklich den ganzen Tag schon. Das nervt mich aufs Übelste. Ich will endlich die Sonnenstrahlen haben. Ich will die 3 Schepperungen auf meinen Kopf drauf haben. Das muss auf meinen Kopf klatschen. Ich hab Bock drauf. Guck mal hier, ich habe hier ihn hier gefunden. Das ist schon wieder so eine komische Zecke, die versucht irgendwie Borreliose in mir reinzuspritzen. Den werde ich jetzt entfernen. So, ich habe den hier entfernt, aber hier vorne ist noch eine Zecke, den werde ich auch entfernen. Der ist richtig klein, die Zecke. So, die Zecke habe ich auch entfernt und hier sehe ich auch eine Zecke. Die werde ich jetzt auch entfernen. So, die Zecke habe ich auch entfernt und ich habe hier vorne auch eine Zecke gefunden. Die werde ich jetzt auch mit meinen Fingern entfernen. Jawohl. Ne, guck mal. Endlich, zum ersten Mal den ganzen Tag, endlich kommt die Sonne raus. Das wurde richtig Zeit. Das hat mir gefehlt. Endlich. Guck mal, ich habe alle meine 3 Billigpullovers ausgezogen, weil die Sonne ist voll cool. Die ist richtig geil. Nur weil die endlich draußen ist. So, ich habe meine Füße frei gemacht und ich genieße einfach die Sonne. Das ist ein richtig geiles Wetter. Genau das, worauf ich den ganzen Tag gewartet habe. Sich einfach hinzusetzen und die Sonne genießen. Ach ja, ich verchill, glaube ich, den Tag eine Runde. So ein bisschen. Weil die Sonne ist voll cool. Ich lege mich so ein bisschen eine Runde hin. Vielleicht penne ich nur eine Stunde ein oder so. Keine Ahnung, mal gucken. Aber die Sonne, die gefällt mir gerade. Die ist richtig geil. Ich mach mal eben kurz die Augen zu. Ich habe kurz die Augen zugemacht. Und das sieht dann jetzt ganz plötzlich so aus, als ob wir es so langsam Abend hätten. Als ob das nur noch wenige Stunden dauert, bis die Sonne runtergeht. Ich weiß zwar nicht warum, aber das ist halt so. Aber jetzt bin ich schon wieder wach. Ich werde gleich schon wieder erstmal den Fluss saufen. Ach ja, ich sitze jetzt gerade hier rum. Hier direkt an diesen steilen Dings. Und ich genieße gerade die letzten Sonnenstrahlen, bis sie dann irgendwann weggehen. Aber dauert nicht mehr lange. Ich glaube, in der nächsten Stunde sind die Sonnenstrahlen weg. Und ich merke langsam, das wird langsam immer kühler. Und das mag ich schon wieder nicht. Ich freue mich nicht auf die Nacht. Leute, mir fällt etwas auf. Ich habe die ganzen letzten 7 Tage
kein einziges Mal Analabfall gemacht. Entweder liegt das aus psychosomatischen Gründen, dass mein Darm weiß, dass wenn ich Biomüll durch mein Rektum schieben würde, beziehungsweise das aus dem Rektum herausfällt und ich dann mein Anus abwaschen werde mit Naturpapieren, dass das wahrscheinlich befremdlich und unangenehm sein wird und dass der sich deswegen sich nicht meldet. Weil ich habe ja weder Toilettenpapier noch Taschentücher. Deswegen muss ich Naturpapiere benutzen, falls ich Analabfall machen sollte. Oder es könnte auch sein, weil ich die gesamte Woche so bescheiden gefressen habe. Aber ich glaube eher an psychosomatischen Gründen. Dass sich mein Darm weigert, sich zu melden, weil es unangenehm sein könnte. Und das war, weil ich weiß, wann Schluss ist mit dem Selbstversuch. Dass sich dann wahrscheinlich mein Darm irgendwann morgen meldet, wenn ich wieder in der Zivilisation wieder zurück bin. Ich glaube, so, genau so passiert das, glaube ich. Genau so wird das passieren. Da glaube ich dran. Cool, oder? Finde ich richtig feierlich. Ich möchte Bazillen aus meinem Gesicht spritzen, aber ich schaffe es einfach nicht, krank zu werden. Beziehungsweise das schaffe ich extrem selten. So selten, dass ich schon wieder vergessen habe, wie es ist, krank zu werden. Und deswegen, weil ich das nicht schaffe, krank zu werden, kann ich keine Bazillen aus meinem Gesicht spritzen. Heute ist Tag 8, Abreisetag. Und ich fühle mich so dreckig wie eine Kalkablagerung aus dem letzten Abflussrohr. Und ich freue mich später, bin ich zu Hause angekommen, auf die Dusche. Und genau, heute ist Tag 8. Und darauf male ich einen Strich. Und einen Haken. Damit jeder weiß, dass ich den Selbstversuch, 7VS Wald Selbstversuch ohne Gegenstände, erfolgreich gemacht habe. Aber ich werde auf jeden Fall noch ein paar Stunden verweilen. Weil ich bin ja bei Tag 1 habe ich erst kurz vor 18 Uhr gestartet. Deswegen muss ich noch einige Stunden verweilen. Es sind gerade ganz viele leichte Wolken am Himmel. Und weil die vor der Sonne stehen, kommen da nur ganz leichte Sonnenstrahlen durch. Aber diese leichten Sonnenstrahlen, die werde ich jetzt einmal mitnehmen. Deswegen laufe ich noch da lang und werde mich kurz sonnen. Also diese leichten Sonnenstrahlen mitnehmen. Weil mir ist noch ein bisschen kühl von der Nacht. Weil ich habe schon wieder, wie wirklich jede Nacht, habe ich schon wieder gefroren. Also jede Nacht, wo ich hier gepennt habe, habe ich gefroren. So, ich bin jetzt hier und da drüben ist diese Sonne und da sind ganz leichte Wolken im Weg, sodass da ganz leichte Sonnenstrahlen durchkommen. Und diese leichten Sonnenstrahlen, die nehme ich jetzt gerade etwas mit, um mich so ein bisschen aufzuwärmen. Guck mal, diesen Punkt hier, das ist eine kleine Zecke. Den muss ich entfernen, weil der möchte mich fressen und Borreliose in meinen Körper reinspritzen. Deswegen muss dieser entfernt werden. So, ich habe den abgemacht. Und hier ist auch eine Zecke. Die möchte mich auffressen und Borreliose in meinen Körper reinspritzen. Der muss auch abgemacht werden. Ich habe die beiden Zecken, die ich gerade gefunden habe, abgemacht. Erfolgreich. Mit Kopf. Ich habe alle Zecken mit Kopf entfernt, die ich die letzten 7 Tage bekommen habe. Mit meinen bloßen Händen. Ich sitze jetzt gerade auf keine Ahnung was rum. Und guck mal hier, die Sonne scheint. Aber leider nicht vollwertig, weil da die ganze Zeit diese leichten Wolken im Weg sind. Die sind ständig vor der Sonne. Ich hoffe, dass der gleich stärker scheint. Weil ich habe voll Bock auf die Dreischepperung. Es muss so richtig raufklatschen. Und die hier, die sind immer noch giftig, glaube ich. So, ich habe hier so ein bisschen rumgesessen. Und die Sonne ist da oben. Und wo die Sonne gerade steht, vermute ich mal sehr stark, dass wir spät Vormittag, vielleicht sogar schon Mittag haben. Aber genau, so ungefähr schätze ich das jetzt gerade die Tageszeit ein. Genau. Und wisst ihr, warum der Fluss, aus dem ich die gesamte Woche getrunken habe, so kalt ist? Weil der Fluss, aus dem ich die gesamte Woche getrunken habe, kalt ist. Und deswegen werde ich schon wieder diesen kalten Fluss trinken.
Weil der Fluss kalt ist. Leute, irgendwie ist das genauso wie gestern. Da ganz hinten, da ist irgendwie blaues Himmel. Also gut, vielleicht die eine oder andere vereinzelte Wolke, aber sonst ist da ganz viel blaues Himmel. Aber genau da, wo die Sonne ist, da sind Wolken davor. So komisch ist das Klima hier. Ich habe gerade meinen Hoden kontrolliert und da waren zwei Zecken dran. Die wollten versuchen, meinen Hoden zu fressen und Borreliose reinzuspritzen. Und deswegen habe ich die sofort mit Kopf entfernt. Und das waren so richtig kleine Mini-Zecken gewesen. Die waren richtig klein. Das war richtig anstrengend, die rauszuholen. Wie ihr wisst, habe ich am ersten Tag den Selbstversuch kurz vor 18 Uhr gestartet. Und theoretisch müsste ich ja heute bis kurz vor 18 Uhr hier bleiben. Aber ich mache mir sehr große Sorgen, was die öffentlichen Verkehrsmittel angeht. Ob ich heute mein Zuhause erreichen werde, wenn ich erst um 18 Uhr losgehe. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ich etwas früher als 18 Uhr abhauen werde. Weil die nächste Tour ist geplant und ich muss heute zwingend mein Zuhause erreichen. Das ist mir ganz wichtig. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, im Bahnhof zu pennen. Das habe ich erst vor kurzem gemacht, weil ich den letzten Anschluss nicht bekommen habe. Allerdings hatte ich da Isomatte und Schlafsack da gehabt. Und heute habe ich ja nichts dabei. Und genau, ich muss auf jeden Fall heute mein Zuhause erreichen. Und deswegen werde ich voraussichtlich früher als 18 Uhr losgehen. Und weil mir die Verbindung von Bus und Bahn nicht bekannt sind aus dem Kopf, werde ich jetzt die Plombe öffnen, mein Handy rausholen und nach der nächsten Verbindung suchen. Ah, vielleicht ist mein Handy hier drin. Ah ja, hier ist mein Handy. So, ich bin sehr gespannt drauf, wie spät wir es haben. Ja, den PIN zeige ich nicht, aber genau. Hier, 13.30 Uhr. Genau. Mittwoch, 31. August, 13.30 Uhr haben wir heute. Obwohl hier oben LTE drauf steht, habe ich trotzdem hier keine Internetverbindung hier unten. Und deswegen gehe ich nach da oben hoch. Und da gibt es auf jeden Fall Internet, das weiß ich. Deswegen laufe ich jetzt einmal da oben hoch und gucke nach der richtigen Bahnverbindung. Okay, ich habe eine Verbindung gefunden und zwar, ich muss um 15 Uhr losgehen. Das sind 3 Stunden, die ich zu früh losgehe. Mein Bus würde irgendwann kurz nach 17 Uhr kommen, aber ich habe 2 Stunden dazu berechnet, weil ich brauche noch eine ganze Stunde zu Fuß bis zur nächsten Ortschaft. Und wenn ich bei der nächsten Ortschaft angekommen bin, dann will ich auf jeden Fall erstmal ein Bier kaufen gehen. Und die erste warme Mahlzeit nach 7 Tagen und 7 Nächten. Und so einen Einkauf möchte ich auch noch machen. Ich hoffe, dass das für jeden in Ordnung ist, dass es wegen den öffentlichen Verkehrsmitteln 3 Stunden früher los muss. Und genau, ich werde jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen zu dorthin, wo meine Tasche ist und so. Um dort noch 1 Stunde zu chillen. Ach, muss ich schon wieder durch dieses hohe Gras hier laufen, wo diese ganzen widerlichen Zecken hier da sind. Und meine Beine hier fressen. Und mir versuchen, irgendwie Borreliose reinzuspritzen. Jetzt muss ich den ganzen steilen Weg hier runter. Ich bin unten. Und das hier, das ist meine Hütte von der Arschseite. Das sieht so aus. Seht ihr das? So, wir haben jetzt 15 Uhr. Das heißt, ich werde jetzt zur Zivilisation zurückkehren. Das heißt, ab jetzt ist mein 7VS Wald Selbstversuch ohne Gegenstände beendet. Aber ich werde noch die ganze Rückfahrt dokumentieren. Ich werde erstmal zur Zivilisation hinlaufen. Jetzt muss ich schon wieder diesen ganzen Weg hier hochlaufen. Ja.
Jetzt muss ich schon wieder durch dieses hohe Gras hier rumlaufen, wo hier diese ganzen Zecken hier versuchen, mich dann zu fressen. Und Borreliose um sich herum spritzen. So, ich bin hier auf diesen Wanderweg drauf. Und dieser Wanderweg, der führt direkt zur nächsten Ortschaft hin. Ich muss fast eine ganze Stunde laufen. So weit bin ich von der Zivilisation entfernt. Wenn ich bald in der Ortschaft angekommen bin, dann freue ich mich auf jeden Fall auf die erste warme Mahlzeit nach 7 Tagen. Und aufs Bierchen. Aus so einem richtigen Pilz. Da freue ich mich gleich richtig drauf. Jawohl. Ich bin in der Zivilisation zurückgekehrt. Jetzt muss ich was zum Fressen finden. Oh Scheiße, der einzige Imbiss, der hier ist, hat heute Ruhetag. Und dann gibt's hier noch 2 Restaurants, die haben beide bis 17 Uhr Mittagsruhe. Das heißt, ich muss noch eine ganze Stunde warten, bis die offen haben. Weil wir haben jetzt gerade 16 Uhr. Das heißt, ich werde jetzt zum nächsten Biergeschäft hinlaufen, um dort erstmal ein Bier zu trinken. Ich war gerade einkaufen gewesen und das hier, das ist mein erstes Bier nach 7 Tagen. Der wird jetzt geöffnet. Geprost! Richtig schmackhaft. Wir haben jetzt 17 Uhr und eigentlich müssten jetzt die ganzen Restaurants wieder öffnen. Aber mein Bus, der kommt gleich. Das heißt, ich habe keine Zeit, um nach 7 Tagen die erste warme Mahlzeit jetzt zu fressen. Das heißt, ich fahre erst mal Bus und vielleicht beim Umsteigehaltestelle oder so fresse ich mal was Warmes. So, ich bin jetzt in einer Umsteighaltestelle und weil ich noch ein bisschen Umsteigzeit habe, habe ich hier aber diesen Imbiss, das hier geholt. Und das hier, das ist meine erste Mahlzeit nach 7, also meine erste warme Mahlzeit nach 7 Tagen. Das schmeckt. Es wurde absolut höchste Zeit. Hier vorne geht's zu meiner ursprünglichen Bewerbung für 7VS Wild Staffel 2. Das Video ist wunderschön bekloppt, deswegen müsst ihr euch das alle geben.